Willkommen zur 7. Episode der Kena Bridge of Spirits Platin Guide Reihe. Mein Name ist Swarty und wir sind im Herzen, also Dorfherzen. Es geht hier erstmal hinunter. Unten angekommen werden wir ein paar Gegner erledigen und hier uns Richtung Herzen des Dorfes begeben, wie der Name schon sagt. Und hier haben wir auch schon Gegner, die werden angeteased. Wir nähern uns denn ganz langsam, dann könnt ihr schon mal hier die Bombe nutzen und die später auf sie verteilen und dann sie mit normalen Angriffen erledigen. Das sind relativ nervige Gegner, aber wir werden nach diesem Teil eine Fähigkeit lernen, wo wir dann die Gegner auch viel einfacher erledigen können. Genau, und dann haben wir hier Plattformen, auf die wir drauf können. Dann können wir hier drauf springen, aber wir müssen erstmal hier auf die linke Seite, denn hier hat es ein paar Kisten. Die sammeln wir erstmal ein. Und hier hinten gibt es nichts, aber die zwei Kisten nehmen wir noch mit. Dann geht es hier wieder auf die kleinen Steine und ihr seht schon dort die Blüte. Und wir müssen von Blüte zu Blüte. Und der Sprung hier ist ein bisschen schwierig, denn wir müssen die Blüte abschießen, die dort ist, dann uns ranziehen, uns fallen lassen, dann die Blüte auf der anderen Seite abschießen, um dann weiterzukommen. Und wenn ihr hier einmal mit eurem Finger von dem Knopf wegkommt, wie hier, ja, könnt ihr die Blüte hier nicht mehr erwischen. Und das alles machen wir für einen weiteren Rot. Dann geht es wieder hinauf. Ihr könnt aber, glaube ich, auch von hier drauf schießen. Also das soll eigentlich kein Problem sein, auch von hier drauf zu schießen. Dann schön die Zielentaste festhalten, damit ihr auch auf jeden Fall euren Pfeil abschießen könnt. Und dann haben wir einen weiteren Rot gefunden. Oben hat es auch eine verfluchte Kiste. Da bekommen wir auch einen Hut. Den machen wir ganz am Schluss. Kommen wir dann wieder hierher. Das war am Ende des Guides. Wie gesagt, die verfluchten Thronen, die könnt ihr gerne jetzt schon versuchen, wenn ihr möchtet. Müsst es aber nicht. Wir können uns das alles viel, viel, viel einfacher gestalten. Ja, dann geht es hier hinauf und dann geht es weiter. Hier vorne rechts ist übrigens die verfluchte Truhe, die könnt ihr machen, müsst es aber nicht. Wir können es uns, wie gesagt, mit den verfluchten Truhen deutlich, deutlich einfacher gestalten. Auf der linken Seite ist der Kristall, zweimal drauf schießen, die Plattform zweimal drehen, dann hier schön mit Anlauf rüberspringen, hier auf die Kante. Und dann laufen wir geradeaus weiter. Ihr könnt ja auch euer Impuls benutzen, um die Höhle ein bisschen Licht reinzubringen. Hier seht ihr die ganzen Kristalle. Ihr könnt dann hier einmal alles schön hell gestalten. Und dann haben wir hier einmal die Plattform. Das ist ein bisschen tricky. Ihr müsst dann die Plattform hier oben einmal abschießen, dann einmal hier unten, um das Ganze zu drehen, damit wir hier unten ranspringen können, um auf die andere Seite zu gelangen. Dann springen wir einmal runter, dann auf die große Plattform hier hin und dann nutzen wir all unsere Kisten, die hier sind. Genau, und dann können wir hier einmal die Bombe rausschmeißen. Also wir können schon da drauf springen auf die Plattform. Dann können wir hier einmal die Bombe drauf schießen. Dann schießen wir einmal hier drauf, um uns höher zu befördern. Dann drehen wir uns einmal und schießen auf den nächsten Kristall, um dann höher zu springen. Drehen uns um und springen hier an die Kante. Und haben wir hinten einen Rod, den wir nicht vergessen.
Kein Rod wird ja, zurückgelassen. Ja, hier sind die Kristalle kaputt. Funktionieren nicht, wie sie funktionieren sollen. Hier unten werden wir die Waldträne nutzen, um den Boss zu erledigen. Dass die Waldträne hier abschießen, dann hier einmal runter, damit der Waldträne hier alles säubern. Und dann hören wir uns. Also bei dem Boss gibt es eigentlich nichts zu beachten. Nutzt einfach die Waldträne, dann solltet ihr eigentlich ohne Probleme hier alles säubern können. Ja, das kennen wir ja schon, das alles so bewegen, dass hier ein Symbol entsteht, aber ihr bekommt eigentlich relativ schnell mit, was für ein Symbol da entstehen soll. Kommt immer ganz oben an und wenn es dann ein Zeichen gibt, welche nach unten ausgerichtet ist, müsst ihr einfach so lange drehen, bis das Ganze in richtiger Position ist. Ja.
Hier können wir eine Trophäe freischalten. Und zwar müssen wir diese Selbstmordattentäter, die auf uns draufspringen, nacheinander 3 bis 4 Stück erledigen. So schnell wie es geht. Und dann schalten wir eine Trophäe frei. Ja, das ging in die Hose. Müssen sie alle nacheinander abschießen, ohne dass sie sich gegenseitig durch die Explosion, ja, erledigen. Hier warten wir auf der Plattform, erledigen alle Gegner, die auf uns kommen, also unsere Richtung unterwegs sind. Genau, dann können wir noch einmal unseren Impuls nutzen, wenn es erledigt ist und kein Gegner mehr auf uns zukommt, um dann wieder weiter vorwärts zu fahren. Keine Angst, wenn ihr es hier nicht bekommt, vorne kommen noch weitere Gegner auf uns zu und im schlimmsten Fall könnt ihr die Aufgabe bei einem der ja, verfluchten Truhen erledigen. Und das Ziel, ihr merkt schon, ich versuche Splitterbomben zu erstellen, um dann hier die Gegner, also alle Gegner mit der Bombe zu erwischen. Aber naja, es geht auch so. Genau, geht hier langsam runter, dann entstehen immer weitere Gegnerwellen. Und da sind zwei und ich habe mit einem Schuss beide außersehen gekillt. Ihr könnt hier auch versuchen, mit eurer Rottpfeile mehrere Gegner auf einmal zu erwischen. Wie gesagt, wenn ihr drei oder mehr Gegner erwischt mit eurem Rottpfeil, ist das auch eine Trophäe. Dann gehen wir einmal nach unten. Und ihr seht, hier kommen so viele Gegner, dass eigentlich, wenn ihr es nicht so verhaut wie ich, relativ einfach ist, die Trophäe zu bekommen. Ihr könnt auch den Speicherstand machen und hier mal wieder versuchen, dass ihr die Trophäe bekommt, wenn ihr möchtet. Spätestens unten bei dem Boss könnt ihr es auch nochmal versuchen. Dort erscheinen auch sehr viele Gegner. Und hier eben habe ich zwei erwischt. Das ist der dritte Schnellzug, die Trophäe bekommen. Wir müssen drei dieser Selbstmordattentäter nacheinander erledigen für die Trophäe. Das könnt ihr aber auch gleich bei einem Bosskampf machen. Genau, wir gehen hier weiter. Wir haben hier jetzt den Bereich gesäubert. Laufen hier nach unten. Hier geht es nicht weiter. Wir müssen nämlich dort eine Bombe hinschmeißen, um die Felsen aus dem Weg zu räumen. Dann rutschen wir einmal nach unten. Und bei diesem Bosskampf hier könnt ihr dann eure Trophäe auch freischalten, denn es sind Hexen. Diese Hexen lassen die Selbstmordattentäter erscheinen. Und wenn ihr da auch dann 3 Stück nacheinander erledigt, bekommt ihr die Trophäe ebenfalls. Falls ihr sie jetzt nicht freigeschalten haben solltet, könnt ihr es hier noch einmal versuchen. Und hier gilt dasselbe wie bei allen Hexen. Bis 50% circa runterschlagen, dann mit den Rotthammern erledigen, damit sie sich nicht hochheilt, ist so die Taktik. Und das ist nicht nur eine Hexe, es sind zwei Hexen. Wir nutzen die Erhöhung, um uns einen Vorteil zu verschaffen. Und zwar springen wir hier nach unten. Jetzt werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Wir erledigen erst den normalen Gegner. 2 aufgeladene Pfeile reichen aus, um hier die Schildkröte zu erledigen. Und sieh an, eine Hexe und auf der anderen Seite ist die andere. Und ihr seht, sie lassen jeweils 3 Bomben Selbstmordattentäter erscheinen. Nervig sind, dass eben 2 Bomben sind, die auf euch zufliegen.
Und wir können die Bombe nicht mit einem Impuls erledigen. Genau, wir werden uns hier die Erhöhung hier unten gleich zunutze machen. Also können wir hier runterspringen. Oder werden hier runtergeschlagen. Und hier unten könnt ihr eigentlich ganz locker den Bomben von den Hexen ausweichen. Und ihr könnt gleichzeitig Schaden austeilen. Beziehungsweise könnt ihr euch so hinstellen, dass die Knospe in der Mitte die andere Hexe blockiert. Beziehungsweise die Säule ist ein Hut. Genau. Wir laden zwar dort Aktionspunkte auf. Genau, und zwar hier unten. Hier seid ihr auch sicher von den Attentätern. Genau, wir warten, bis sie sich versucht zu heilen. Ah, ich glaube, das war ein bisschen zu früh. Oder? Ah, nee. Das könnte noch gut hinhauen. Sie hielt sich nicht. Die Gelegenheit nutzen wir aus. Und gehen zur nächsten Hexe. Und das selbe Spiel hier noch einmal. Ja, das war's mit den Hexen. Wir begeben uns dann Richtung nach unten, um das Herz des Dorfes zu sehen und zu befreien. Und die Musik wird auch immer schöner und spannender und interessanter. Und was haben wir da vor uns? Das Herz des Dorfes. Hier bin ich unnötig, also hier werden wir die Erinnerung freischalten. Und hier bin ich unnötig runtergefallen, deswegen hier ein kleiner Cut. Also als ich die Erinnerung verfolgt habe, ich muss eigentlich nur hier auf die Felsen drauf springen, dann hier hinauf auf die Blüte und nicht runterfallen. Genau, und dann hier einmal rüber und dann haben wir hier die Erinnerung. Und ihr seht das Herz. Wir haben wieder über 500 Karma. Wir springen hier einmal wieder hinauf, gehen ein Stockwerk höher, um zu erkennen, dass hier nichts ist. Wir müssen nämlich nach unten. Dann dürft ihr euch nur nicht von der Welle erwischen lassen, weil wir müssen uns langsam nach vorne begeben. Und wenn wir vorne sind, werden wir die Blüte befreien und das Herz von der Verderbnis, ja, befreien letztendlich. Und dann hören wir uns wieder.
Ja, Adiras Liebe, Adiras Angst und jetzt haben wir auch noch Adiras Reue. Wir haben alle drei Relikte von Adira zusammen und haben auch alle ihre Trophäen damit erlangt. Genau. Und wir werden jetzt hier einmal nach unten gehen, einen Rod und einen Hut einsammeln und dann begeben wir uns in Richtung des Bosses. Und ja, das war's dann auch schon mit dieser Episode. Und damit bedanke ich mich herzlich fürs Einschalten und Zuschauen. Wir werden noch ein paar Sachen abgrasen und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Euer Sworty und wie immer, lasst ein Abo und ein Like da, damit ihr keine weiteren Platin-Guides mehr verpasst. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Macht's gut, euer Sworty. Bis zum nächsten Mal. Found the relic, but it all makes sense now. If anyone could find a way, it would be a I'll return the relics to the. I'm glad you've come, Kana. Can you pick that up?